Dann Tom, willkommen zu einem weiteren Video. In dieser Folge, ich wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum ich immer noch hier draußen sitze. Ich habe jetzt direkt, nachdem ich das andere Video geladen habe, direkt ein neues Video gemacht. Und zwar geht es in diesem hier einfach mal um das Fazit zu dem Gewitter. Das war schon ein bisschen länger her, schon fast 4 Tage, 5 Tage schon. Aber es ist mir jetzt egal, ich wollte jetzt einfach trotzdem ein Video machen. Und zwar war das Gewitter am Mittwoch, das war wirklich gut gewesen. Also, sag mal so, was Blitze angeht, war es wirklich gut. Nur leider waren die Donner nicht ganz so geil. Vereinzelt waren die wirklich mal gut, also ganz laut. Aber sonst eigentlich waren die wirklich nicht so gut. Es gab wirklich, ich glaube, 3 oder 4 Blitze, die wirklich gut waren, wo man wirklich Strukturen sehen konnte. Und halt viel, es gab, bei uns gab es halt viele Blitze, die wirklich sehr hell waren, nur leider nicht so ganz von der Lautstärke her so gut, weil da waren alles negative Blitze. Ich glaube, gar kein positiver war dabei. Auf jeden Fall gab es, ja, einen Naheinschlag, der war wirklich heftig. Und Leute, ihr müsst überlegen. Das hatte ich an die Videobeschreibung geschrieben, beziehungsweise nee, unter das Video. Da hatte ich geschrieben, ich war vorher noch im Jugendraum gewesen. Und dann hat mir aber Schluss gemacht. Dann bin ich nach Hause. Und dann kam halt das Gewitter. Und dann, ich hatte natürlich noch Alkoholintus gehabt. Und ich war eigentlich gar nicht mal davon ausgegangen, dass was kommt. Und dann auf einmal kam das halt. Wir wurden sogar wirklich getroffen. Wir waren wirklich im Kern des Gewitters. Und irgendwann hat es auch wirklich angefangen, wirklich zu stürmen und zu winden. Und auch Starkregen hat es gegeben. Und leider hat es wirklich so geregnet, dass ich das kaum mitbekommen habe. Da war mein ganzes Fensterbrett war komplett nass. Weil ich es halt überhaupt nicht richtig gemerkt habe. Und dann kam wieder denn dieser Naheinschlag. Der war leider. Was heißt leider? Ich habe immer was zu meckern. Aber der war ich habe geguckt, der hatte glaube ich minus 20 Kiloampere. Das war jetzt, ist jetzt nicht besonders viel, aber für Negativen geht es. Minus 20. Also war auf jeden Fall schon sehr krass und ich habe das überhaupt nicht realisiert, dass der so nah eingeschlagen ist. Der war wirklich, keine Ahnung, 250 Meter entfernt eingeschlagen. Es war keine Sekunde, wo der Donner kam. Sagen wir mal so, es kam jetzt nicht direkt der Donner beim Blitz, aber fast. Keine Sekunde danach kam direkt der Donner. Es gibt halt viele Videos, da wo es geblitzt, direkt der Donner kommt, direkt wo der Blitz ist. Also kaum, ne? Das ist schon übel. Also das muss man echt mal überlegen. Der Blitz, da war keine Ahnung, 300 Meter vielleicht entfernt, höchstens 300 Meter, 350 Meter. Und der ist einfach wirklich bei uns im Dorf eingeschlagen. Das muss man sich mal überlegen. Wir wohnen hier eigentlich in so einem Gebirge, sage ich jetzt mal, Richtung Westen. Da ist so eine, sagen wir mal, das sind Berge, kann man schon fast sagen. Die drängen öfters schon mal die Gewitter so Richtung Südwesten ab, beziehungsweise Nordwesten, also in diese Richtung. Und auf jeden Fall, das ist schon öfters vorgekommen in den letzten Jahren. Und da gab es das halt schon mal öfter, dass die Gewitter einfach sich quasi geteilt haben in der Mitte und dann. Oder sich sogar komplett abgeklungen haben. Ne? Oder es kann dann auch sein, das Gewitter klingt ab und dann geht es halt hier nach uns weiter. Das ist auch schon vorgekommen. Also das hatte ich auch gehabt, was genau, wann war das? Am 24.04. Da, wo ich dieses schlimmste Zeitvideo gemacht hatte, das war wirklich sehr, sehr traurig gewesen. Da hat es ja wirklich. Also, ich will jetzt nicht darauf eingehen, das hatte ich ja wirklich schon schon oft betont. Auf jeden Fall, wie gesagt, das Gewitter war sehr, sehr gut gewesen. Also wirklich dieser Naheinschlag, das ganze Gewitter ist komplett getoppt. Also wir hatten wirklich ein einziges Mal so einen Naheinschlag gehabt. Was heißt Naheinschlag? Ein Blitz, der sehr, sehr nah war. Der war hier Ortsausgang Richtung Gembeck, Nachbarort von uns. Der ist einfach in so einen Baum eingeschlagen. Die Straße geht so steil nach oben. Und da ist er einfach in so einem Baumwand eingeschlagen. Der Baum lag quer auf der Straße. Quer auf der Straße. Das war schon heftig. Den hatte ich mal aufgenommen, nur leider habe ich das Video verloren. Das ist ärgerlich. Aber dann auf jeden Fall kam jetzt der zweite. Naheinschläge sind generell immer was ganz, ganz Seltenes. Man muss vorhin auch sagen, das war der einzige Erdblitz diesen Abend. Was auch sowieso komplett so geil war eigentlich. Das habe ich wirklich kaum gemerkt, dass der Blitz wirklich so nah war. Aber es war einfach ein Erdblitz. Ne? Es kam erst zwei Wolkenblitze kurz davor und dann drehte der Erdblitz. Und dann kam halt direkt danach. Ich glaub sogar, der kam sogar fast während des Blitzes. Also der war schon wirklich sehr, sehr, sehr nah dran, der Blitz.
Und dann halt ging es halt so weiter, es hat halt vor sich hingeblitzt und das habe ich halt immer weiter gefilmt, weil die Blitze konnte man halt natürlich schön filmen, ne? Das Handy hat das halt auch wirklich viel aufgenommen, also hat wirklich kaum Blitze irgendwie nicht quasi aufnehmen können. Das war schon sehr gut. Ja, und dann kam am Mittwoch noch so ein Gewitter. Das war etwas komisch gewesen. Das Gewitter hat sich quasi entwickelt kurz vor uns. Wirklich stark sogar. Und dann auf einmal klingt es ab. Ich dachte mir so jetzt auf einmal, hä, warum denn das? Es war wirklich heftig dunkel. Es war wirklich sehr dunkel gewesen. So Richtung Nordwesten, da war es, sag mal, am dunkelsten gewesen. Und da kamen auch so die meisten Blitze. Ja, sag mal, ich habe drei Blitze oder vier Blitze gesehen. Das war nicht besonders viel. Und Donner waren aber eigentlich recht krass. Also ich muss echt mal sagen, die Donner, die hatten wirklich so von Lautstärke war die teilweise sogar wirklich lauter als von dem Tag davor, wo die Blitze viel näher dran waren, ne? Weil die Blitze waren wirklich sehr weit weg gewesen. Und dann war es halt abgeklungen. Und dann ist es vorbeigezogen, in Anführungszeichen vorbeigezogen. Ich konnte es noch aus der Ferne noch so ein bisschen sehen, wie es Richtung Nordwesten gezogen ist. Und dann kam auf einmal. Ich hatte so spontan entschlossen oder mich entschieden, dass ich einfach mal nach Süden hin filme, weil es da am dunkelsten war. Auf einmal, weil hat sich wahrscheinlich da was gebildet. Da auf einmal kam Erdblitz. Den konnte man leider nicht so ganz im Video sehen, weil der irgendwie so ein bisschen zu hell war. Beziehungsweise dunkel und zu hell, das kann ich mir jetzt nicht so ganz beschreiben. Man hat nur die Umrisse gesehen von dem Blitz. Und dann kam mal halt dieser Blitz. Und dann kam man nach 4 Sekunden auch der Donner. Das heißt also so 1,45 Sekunden. War der ungefähr 1,45 Kilometer war der ungefähr weg, der Blitz. Ja, dann hatte ich mich so entschieden, weil hat es auf einmal total angefangen zu donnern. Ich weiß auch nicht, auf einmal hat es angefangen. Ja, und das war halt so im Osten gewesen. Da dachte ich mir so, yo, ich filme Richtung Osten, gehe ins Bad, filme da raus und dann auf einmal kam nochmal so ein krasser Blitz. War kein Erdblitz, aber trotzdem war der heftig. Nur leider war der im Video auch wieder nicht ganz so krass, wie er in echt war, aber trotzdem war der Donner relativ gut. Und dann kamen halt noch so ein paar Donner, die aber ohne Blitze waren. Die waren wahrscheinlich irgendwie in der Wolke drin, sodass man die nicht sehen konnte. Und dann kam halt noch mehr, also sag mal, da kam, war glaube ich etwa 10 Sekunden, knapp 10 Sekunden entfernt. Kam auch noch mal ein kräftiger Donner. Also es war schon auf jeden Fall schon zwei sehr, sehr erfolgreiche Tage, besonders der Naheinschlag war mega krass. Also das war wirklich heftig. Leute, stellt euch einfach vor, der wäre positiv gewesen. Was glaubst du, wie das geknallt hätte? Das hätte ultra geknallt. Sondern, was heißt leider? Ich habe immer irgendwas zu meckern, nur leider war der halt negativ und hatte halt nur in Anführungszeichen minus 20 Kiloampere. Also minus 20 Kiloampere, es geht. Wir hatten auch hier eine Neger, der hatte minus 47 Kiloampere. Ist auch relativ hoch, also sagen wir mal niedriger, in Anführungszeichen hoher, negativer Blitz. Also es war schon sehr, sehr gut. Ja, Leute. Ja, jetzt habe ich zwei Videos, die ich hochladen muss. Erstmal kommt natürlich das Hitzevideo, sage ich jetzt mal. Und jetzt halt dieses Fazit zu den beiden Gewittern. Das kommt zwar ein bisschen spät, aber das ist jetzt egal. Auf jeden Fall war es trotzdem sehr, sehr gut gewesen. Wir hatten auf jeden Fall auch generell Blitze gewesen, die auch wirklich nah dran waren. Ich gucke mir die Blitze auch immer wieder an. Und dann, meine Tante war einfach wirklich so ehrenhaft. Die hat mir einfach von ihrem neuen Standort, die sind nämlich jetzt nach Witterbock gezogen, das ist am Flüsse-See. Ich weiß nicht, ob das euch von jemand kennt, aber das hängt mit dem Edersee zusammen. Auf jeden Fall, da hat es auch ein Gewitter gegeben, da hatte sie auf jeden Fall richtig gute Blitze filmen können. Muss ich echt mal sagen, die Donner waren auch wirklich gut gewesen. Nur leider hab ich wieder was zu meckern. Nur leider war die Qualität wirklich nicht ganz so geil gewesen. Aber es ist jetzt nicht so besonders schlimm gewesen. Sie hatte 8 Minuten aufgenommen, das war auf jeden Fall okay. Dafür konnte ich das Video halt sehr, sehr, sehr schnell hochladen, weil es halt nur weil es halt so eine schlechte Qualität hatte. Leider war das Gewitter, hat sie nicht länger gefilmt, aber ich kann froh sein, dass sie überhaupt gefilmt hat. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wann das nächste Gewitter kommt. Ich denke mal, das wird dauern. Vor allen Dingen habe ich auch Schiss, weil die haben ja gesagt, bis zum Mittwoch soll es keinen Regen geben, also keinen nennenswerten Regen bis in den Süden. Also beziehungsweise ab im Süden kann es wieder Regen geben, bis 30 mm. Aber sonst das ganze Land komplett trocken. Dadurch gibt es natürlich auch hohe Waldbrandgefahr durch die hohen Temperaturen halt, weil der Boden halt wieder sehr, sehr trocken ist. Und dadurch braucht quasi nur Einzelfunken passieren. Nur Einzelfunken von Feuerzeugen, dann kann es schon anfangen zu brennen. Und auf jeden Fall würde ich sagen,
sehen wir uns aber im nächsten Video wieder. Haut da rein. Und ja, das war jetzt mein Party zu den beiden Unwettertagen, beziehungsweise Gewittertagen. Würde ich sagen, haut da rein und ciao, ciao.